What up YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video und so wie der Titel schon sagt, Freunde, meine ganzen Skins werden verkauft. Meine ganzen Skins sind weg, noch sind sie nicht weg, ich werde sie jetzt gleich in diesem Video online stellen, ihr werdet sehen. Zur Erklärung, folgender Grund, der ein oder andere weiß es schon, ich verkaufe meine Skins einfach, weil ich habe viele Kosten, die auf mich zukommen, ich habe quasi jetzt einen Umzug vor mir. Und ja, quasi ganze Wohnungseinrichtungen und so weiter und so fort. Und da kann ich das einfach nicht mit mir vereinbaren, so ein krasses Inventar zu haben. So viel Geld, wie viel da hier in Pixeln liegt, in einfach nur Waffenskins. Das kann ich einfach nicht vereinbaren. Aus dem Grund verkaufe ich alles. Es wird sich unter anderem Kühlschrank gekauft. Ach, ganze Wohnungseinrichtungen und so weiter. Mietvertrag ist noch nicht unterschrieben, Freunde. Aber die Wohnung ist eigentlich schon safe. Ja, ich muss nur noch den Vertrag unterschreiben. Und da wird auch einiges zukommen. Ich freue mich tierisch auf die neue Wohnung, Leute. Klar, das ist jetzt erstmal so ein Step. Den muss ich machen, so. Mich von meinen Skins trennen ist schon krass, weil ich liebe meine Skins. Hier sind auch zwei übelst heftige Skins von Giorgio dabei, die ich von ihm geschenkt bekommen habe. Es gibt zwei Videos zu diesen Skins, wie ich die geschenkt bekommen habe. Nochmal ein riesengroßes Dankeschön daran. Dafür, für diese Skins hier von Giorgio. Es ist mit ihm abgesprochen, Freunde. Keine Angst, ja. Ich habe ihn extra nochmal angeschrieben. Ich so, Mate, guck mal, ich ziehe jetzt um. Ist das okay, wenn ich die Skins verkaufe? Hat er gesagt, klar, Thema, kein Thema, Mate. So, ja, klar, verkauf die. Und aus dem Grund kann ich auch guten Gewissens auch die geschenkten Skins loswerden. Hier, auch das Flipknife von einem Zuschauer auch geschenkt bekommen, Mate. Wie gesagt, ist für einen guten Zweck. Wird nicht rausgeballert, sondern wird für eine Wohnungseinrichtung verkauft, alles. Und aus diesem Grund, Leute, lange Rede, kurzer Sinn, das ganze Inventar wird leergeräumt. Noch ein paar Eindrücke hier zum letzten Mal. Auch für mich so als Erinnerung, was ich für Skins hatte, Freunde, blende ich euch jetzt mal ein paar Highlights von den besten Skins ein. Und, Leute, ich zeige euch jetzt im Anschluss natürlich, wo ich die verkaufe. Ich werde auch die Top 10 meiner Skins, werde ich euch unten in die Beschreibung packen. Auf OP-Skins ist kein Sponsored-Video für OP-Skins, aber da verkaufe ich nun mal immer alles. Falls einer Bock hat, falls einer so ein bisschen flockiges Portemonnaie hat, kann er sich natürlich gerne die Skins gönnen. Ich werde nicht alles, also ich werde nichts hier überteuert reinstellen, nur weil ich YouTuber bin oder sonst irgendwas. Ganz normale Preise. Wie das andere auch machen würden für die Skins. Also falls ihr da Bock drauf habt, könnt ihr mal vorbeischnattern und vielleicht euch das ein oder andere rauskaufen. Wie gesagt, die Top 10 der Skins. Aber jetzt gucken wir uns nochmal die Skins an. Ja, das waren sie nun mal, Freunde. Die besten Skins von mir hier auf jeden Fall. Nochmal ein großes Dankeschön an jeden, der mit diesen Skins zu tun hatte. Viele waren daran beteiligt, ja, weil ohne euch hier viele Spenden auch.
oder auch andere Sachen. Ja, vielen Dank dafür. Ohne euch hätte ich niemals so viele Skins bekommen. Sehr, sehr, sehr geil. Dankeschön. Und ja, ich würde sagen, RIP, das war's mit den Skins. Es wird auf jeden Fall in nächster Zeit, Freunde, weiß ich nicht, mit der Zeit werde ich mir natürlich wieder Skins zulegen. Aber halt von null an. Und ich denke, das wird auch interessant, einfach zu sehen, wie sich mit der Zeit das Inventar wieder ein bisschen aufbaut. Erstmal muss es aber so sein. Und ja, seid da gespannt, was ich mir für Skins hole. Ich bin auch froh, also ich bin auch ein bisschen so, ich sag mal, ja, ich kann mal endlich mit so ganz neuen Skins spielen. Freue ich mich auch ein bisschen drauf. Ich denke, es wird interessant zu sehen, was die sich da so anstaut. Und jetzt noch die Dinger verkaufen. Und dann war's das.